Moin Freunde der Nacht, der Matzi hier. Wir spielen Empyrean Galactic Survival. Wir haben ein kleines Problem. Meine Aufnahme ist vorhin einmal abgekackt. Die letzte Aufnahme war sehr, sehr kurz. Es hat bestialisch oft an der Tür geklingelt. Ich musste irgendwann hingehen, weil es wichtig war, wie sich dann später herausgestellt hat. Es tut mir leid, dafür machen wir diese Aufnahme vielleicht ein bisschen länger. Nächstes Problem ist, da meine Aufnahme eben abgekackt ist, habe ich jetzt schon fleißig mit mir selber gesprochen, Sachen gebaut, ohne dass ich es jetzt quasi dabei aufgenommen habe. Soll jetzt aber nicht das Problem sein. Wir haben unseren großen Constructor jetzt. Wir haben einen Kühlschrank und ich habe die Basis ein bisschen erweitert. Viel weiter sind wir noch nicht. Ich habe einen Oxygen-Tank gebaut, weil ich eigentlich möchte, dass diese ganze Station hier so ein bisschen autark läuft, dass wir nicht immer zu unserem Weltraum-Moped da hinten hinlatschen müssen. Und bei diesem ganzen Baugegröße und sonst was, ich habe noch Munition nachgebaut, weil die geht uns langsam aus. Jetzt fehlt uns Silikon für Sachen. Ich habe auf der Karte geguckt. Wir haben hier unten ist irgendein anderes Dings. Einzige, was noch Silikon wäre, wäre das hier oben. Deswegen müssen wir uns mal in diese Richtung begeben. Problem ist, es ist dunkel. Noch knapp 4-5 Minuten. Und da rennen dann diese Mistviecher rum. Hier, die mit den Tentakeln und diesem einen Auge und die Teile, die wir nicht mögen. Und die uns auch nicht mögen. Kriegen wir aber alles geregelt, denke ich. Die Teile hier sind schon lange nicht mehr so schlimm. Da hinten haben wir wieder einen. Jetzt haben wir aber auch wieder Munition. Den locken wir gleich mal an. Wenn man sie früh genug sieht, ja. Nun wird's aber doof. Einerseits haben wir jetzt Fleisch für unseren Kühlschrank. Ist denn das da hinten? Sind das zwei? Das ist einer, der ist nur schweinegroß. Also, langsam wird der Planet hier sehr, sehr unfreundlich. Wir brauchen unbedingt ein Fahrzeug. Ein Fahrzeug mit am besten Dickknarren dran. Und Wurstbäume. Kommt er in unsere Richtung? Ich weiß nicht, ob wir gegen den eine Chance haben. Allein überlebenstechnisch müssen wir uns auch, glaube ich, mal hier irgendwas reinpfeifen. Wir haben ein Small Medikit. Hauen wir uns mal weg. So. Jetzt noch ein paar Wurstbäume und dann geht es uns wieder gut. Haben wir den schon geschlachtet? Haben wir. Ach ja. Ja, genau.
Es war nicht dumm, dass wir noch mehr Munition gemacht haben. Ich habe das Gefühl, gerade nachts wird das hier schlimmer mit den Viecher. Haben wir nachgeladen? Nein, haben wir nicht. Ist das ein Wurstbaum? Ja. Brauchen wir unbedingt was zu essen. Wie weit sind wir? Wir müssen, glaube ich, an dem großen Kerl vorbei. Immer noch 3 Minuten Nacht. Zwischendurch grasen wir mal ein paar... Da ist der Große. Wir testen das einfach mal. Ist der böse? Wahrscheinlich schon. Wir sind alle Viecher immer böse, oder? Scheint noch hinzuhauen oder er sieht mich nur einfach nicht. Kobold. Toll. Was zur Hölle soll ich mit Kobold? Wir brauchen Silikon. Ohne Silikon sind wir ganz schön am Arsch. Ohne Silikon und ohne Wurstbäume. Du siehst aber auch nicht gesund aus, Junge. Scheint aber wesentlich nicht aggressiv zu sein. Erstmal. Der wird dann wahrscheinlich tagsüber aggressiv oder irgendwie so ein Mist. Müsste er mich sehen. Greift er mich an? Du greifst mich nicht an, oder? Rennt er mir jetzt die ganze Zeit hinterher? Sehr gut. War ja schon eine leichte Verfolgungswand hier mit diesem ganzen Viechgezeug. Hier sind Wurstbäume und diese... Hör auf zu tanzen. Diese Viecher sind mir noch richtig sympathisch, weil die sind nett. Und noch ein bisschen Wurst. Hauen wir uns auch gleich weg. Haben wir hier schon wieder Trash weg. Altes Fleisch wollen wir nicht. So. Knapp eine Minute ist es noch dunkel. Brauchen Silikon. Kobold. Kobold ist ja auch alles schön und gut. Nützt uns aber einen Scheißdreck, wenn wir Silikon brauchen. Kann ja hier mal irgendwo was aufploppen. Irgendwas doch schon wieder Geräusche. Ah, wir nähern uns jetzt auch langsam dem Ding hier. Wollen wir es einfach mal riskieren? Da oben ist noch ein großer.
Ich glaube mal hier in den ganz großen Weltraum-Moped. Also wenn die kein Silikon haben, dann weiß ich auch nicht. Vielleicht kriegen wir diese Drohne ja mit unserer mächtigen Handfeuerwaffe kaputt. Wir probieren das einfach mal aus. Wird auch noch kein anderes. Ich weiß sonst nicht, wie es weitergehen soll. Also ohne Silikon können wir nichts bauen. War mir vorher auch nicht so bewusst, also. Mit der Luft wird auch langsam so ein bisschen eng. Aber dafür wird es langsam mal hell wieder. Die Stamina mal so ein bisschen aufladen wieder. Sind jetzt auch ganz schön weit weg. Wir hätten wirklich ein Fahrzeug gebraucht, glaube ich. Ah, falsch. Mensch, schalt doch schneller um. Munition haben wir, ja. Das ist ja ein Mörderteil. Und es macht auch Geräusche. Und es leuchtet stellenweise. Ah! Nicht die Taschenlampe. Willst du es zu Tode leuchten? Lad nach. Nachladen, immer wieder nachladen. Gut. Hoffentlich war das Ding jetzt das einzige seiner Art. Scheiße, ist das groß. Das sah eben gar nicht so groß aus. Ein bisschen Munition dabei, auch nicht schlecht. So, was erwartet uns hier? Ich hoffe, was Gutes. Ah, da haben wir schon den nächsten Freund. Der steht da ein bisschen ungünstig. Also quasi aus seiner Sicht. Ah, der hat schöne Sachen dabei. Kann man alles gebrauchen. So. Was ist das? Eine Cargo-Box. Munition und Raketen. Brauchen wir nur eine Abschussvorrichtung. Komm, gib mir Silikon. Kann man das Ding aktivieren? Nein. Kein Strom wahrscheinlich. Iron Ore. Oh, Magnesium. Silikon Ore. Das brauchen wir. Ja, wir brauchen eigentlich alles. Das Fleisch schmeißen wir mal weg. Wird uns eh schlecht. Weil bevor wir das dann da hinten haben,
Ich nehme erstmal die wichtigen Sachen mit. Da ist auch noch eine Box. Ich mache mir so ein... Sehr, sehr geil. Magnesium, Silikon-Ingot, dat. Was unsere Luft angeht, mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Damit wären wir überladen. Alien Parts brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Fiber. Fiber brauchen wir auch nicht. Das kriegen wir an jeder Ecke. Kabel nehmen wir auch mit. Können wir sonst noch irgendwas wegschmeißen? Schwierig. Wir gucken erstmal weiter. Ja. Könnte ich da mal einen Rüssel ranhalten? Das wäre cool. Ist das groß? Ach, da haben wir den nächsten. Zwei gleich. Jetzt haben wir ein sehr großes Problem. Wir haben keine Munition mehr. Ist hier vielleicht noch was drin? 10 Schuss. Ich würde sagen, wir verpissen uns hier. Wir können jederzeit wiederkommen, besser bewaffnet, mit mehr Platz im Inventar. Silikon haben wir ein bisschen was gekriegt. Wir müssen hier weg. Unbedingt. Allein schon wegen unserer Luft. Ich hoffe mal, die Teile da oben sehen uns nicht. Na, nimm ihn auf. The Health ist jetzt auch nicht mehr die beste. Wir hauen uns noch so ein Medipack weg. Bisschen Fleisch haben wir noch. Ein Medipack und bisschen Wurst. Laufen wir überhaupt richtig? Ja. Ein Monsterteil. So Leute, ich lade jetzt mal zurück. Das dürfte jetzt nicht allzu spannend werden. Ich sammle zwischendurch noch ein bisschen Wurst ein. Versuche jedem Ärger aus dem Weg zu gehen. Allein schon aus dem Mangel an Munition. Ich habe noch ein Magazin, damit kriege ich eigentlich nichts wirklich kaputt. Da, Wurststräucher. Ich laufe zurück, wir treffen uns dann wieder an der Basis. Ich hoffe mal, ich komme lebend an. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir das auch zeigen, indem ihr mir einen Daumen hoch gebt. Das ist eine Logik, die nur ich verstehe. Ihr wisst, was ich meine. Macht's gut. Und erstmal tschüss.